Hand auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. Ich würde sagen, wir gucken mal nebenbei rum hier oben. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Die Welt braucht Heldengeschichten mehr als je zuvor. Ihr, euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu. Wenig. Das haben wir vor uns gehört. Wir streiten und ach, kämpfen. Nils ist wach geworden. Leben lang. Und ist es zu entführt, noch so wenn gar. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern finden. Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. Ah. Im ganz Himmelsrand werdet ihr keinen stärkeren Schwertkämpfer anheuern können. Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Oh, wir haben ja auf einen. Den Straßen von Himmelsrand ist man besser nicht allein unterwegs. Gut, okay, dann sollen die mal schön singen und so. Wir gucken uns derweil mal. Ui. Was ist das denn? Wulfharter of. Ah, das ist wahrscheinlich der Jarl of Atmora. Reigned von 480 bis 533. Junge, 53 Jahre. Gar nicht so schlecht. So. Ich frage mich, wo der. Das ist also quasi das Haus Kerzenschein. Das scheint die Kneipe zu sein. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah ja, Harald. Das sind wahrscheinlich so Memorien hier. Weil ich vermute, wir nähern uns gerade der Festung. Palast der Könige entdeckt. Komme ich da einfach so rein ohne weiteres? Scheinbar ja. Dann schauen wir mal. Ich will mich eigentlich den Sturmmänteln gar nicht anschließen. Noch nicht. Weil ich weiß zu wenig. Balgruf gibt uns keine klare Antwort. Balgruf? Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Balgruf kenne ich. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Ja, ist auch so. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torrik getan habt. Torrik war nur eine Botschaft für die anderen Jarler. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben.
Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren, aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle aus. Sturmmäntel sind im ganzen Land sichtbar. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Ich wollte da nicht dazwischen quatschen, ich wollte es nicht unterbrechen. Ich werde denen jetzt mal folgen und mal mit denen sprechen. Einfach, weil ich es kann. Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Das glaube ich. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ich bin ein Dummkopf und ein Held? Ich war ein Helgen? Hä, kannten wir uns? Ja! Wirklich? Ach ja, ihr wart ein Helgen bei uns. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. So ist es. Ich wurde freigelassen, ich hatte überall hinge... Nein, will das Kaiserreich nicht bekämpfen? Ich wollte mich nicht den Sturmmänteln anschließen. Ich weiß es nicht. Will ich mich den Sturmmänteln anschließen? Okay. Ich weiß, ich mache das viel zu häufig. Aber dieses Mal brauche ich wirklich Kommentare. Vielleicht kriege ich das auch hin mit dieser Abstimmungsgeschichte. Ha, mal gucken. Ihr müsst mal bitte sagen und abstimmen. Kaiserreich oder Nord, also Kaiserreich oder Sturmmäntel. Ich möchte die Entscheidung nicht alleine treffen. Ich möchte jetzt eigentlich mich vor der Entscheidung drücken und weiterreisen, weil wir haben das jetzt entdeckt, das ist super. Dann können wir schnell reisen, wenn wir möchten, und können uns dann immer noch entscheiden. Ihr müsst mal sagen, bitte Kaiserreich oder Sturmmäntel, weil das will ich wirklich nicht entscheiden selber. Seid vorsichtig da draußen. Bin ich. Genau, und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt aus dem Thronsaal. Uiuiui, das ging aber los. Nach hinten, faktisch. Windhelm, Kaserne. Mhm. Wir gucken einfach mal. Wir haben uns jetzt natürlich sehr weit in den Osten vorgewagt. Wir hätten eher gen Westen gehen sollen. Weil dort ja die Kaiserlichen unterwegs sind. Uiuiui, was ist hier los? Düster ist es vor allen Dingen. Die pennen alle. Das sollten wir leise machen. Vielleicht. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Voll gruselig, weißt du, schläfst hier oder, ja, und dann läuft vorne immer einer auf und ab, der auf dich aufpasst. Also ein bisschen gruselig finde ich das ja schon. Na nü, was ist das denn? Ach, einfach nur ein Greifvogel. Einfach nur als Ornament, weil es schön aussieht. Was gibt's denn? Nichts, ich will bloß gucken. Ah, hier ist also der Knast. Sehr schön. Experte, Meister, Meister, Adept. Gut. Das war's also. Sehr gut. Dann wissen wir da auch Bescheid, wo wir hinkommen, wenn wir den Tobi machen. Wir haben einen Spitznamen für alle, die sich mit uns Wachen hier in Windhelm anlegen. Selbstmörder. Der gefällt mir, das finde ich gut. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ich will jetzt nichts sagen, aber das klingt sehr... Naja, anarchisch vielleicht?
Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Ja gut, ich weiß, ihr habt euch gerade schon Obergeschoss. Na, wir schleichen uns jetzt... Wobei, es wäre lustig. Na, machen wir nicht. Wir entscheiden uns erstmal... Oder viel besser, ihr entscheidet. Ob Kaiserliche oder Sturmmäntel? Wir sind ja von der Rasse her Kaiserliche. Ich habe keine Probleme mit Orks. Aber diese was ja aber nicht heißt, dass wir uns nicht den Sturmmänteln anschließen können. Ich finde diese Frage schwierig. Also wir haben ja, wir sind ja noch gar nicht... Gehe in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Ihr, seid ihr ein Dunkelelfenfreund? Verschwindet aus unserer Stadt, dreckiges Gesicht. Ich frag den mal noch, denn, wir reden mal noch mit dem und dann unterhalten wir uns nochmal drüber über die Geschichte Sturmmäntel Kaiserliche. Das würde mich nicht überraschen. Sie haben zum Kampf um die Freiheit von Himmelsrand nichts beigetragen. Diese Talmor sind auch Elfen. Ich wette, sie arbeiten zusammen. Vielleicht sollte ich ein paar Männer zusammentrommeln und ein paar gefangen nehmen, die wir dann verhören könnten. Ja, Selbstjustiz ist grundsätzlich immer die Lösung für alle Probleme. So, weshalb hast du die Dunkelelfen? Wahrscheinlich, weil sie nichts dazu beigetragen haben bei dem Krieg gegen Talmor, vermute ich jetzt mal ganz stark. Das sind Parasiten. Sie leben in unserer Stadt, unter unserem Schutz. Aber was tun sie für uns? Nichts. Ich weiß, dass der Großkönig sie hergeholt hat, aber ohne mich oder jemand anderen vorher zu fragen. Vielleicht hätte er das tun sollen. Okay, also die Leute waren nicht zufrieden mit dem Kaiserreich. Deswegen haben sie den Großkönig. Und der Großkönig hat die Dunkelelfen hergeholt, aber das finden sie auch nicht okay. Ja, irgendwie sind die auch sehr schwer zufriedenzustellen, scheinbar. Ach ja? Pech! Das ist unsere Stadt. Unsere. Glaubt ihr, ich kann es mit euch nicht aufnehmen? Richtig. 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Unsere, nicht seine. 100 Septime? Kriegen wir die dann wieder? Ich hätte eigentlich Bock. Weil wir schaffen das, wir sind gut. Nur Fäuste und auch keine Magie. Los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Der ist nicht schlecht. Aber wir sind besser. Ich bringe euch unter die Erde. Ja, dich will ich sehen. Aufs Maul, mein Freund. Na? Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Hast den Mund aber vollgenommen, Kollege. Das war ein verdammt fairer Schlag, Junge. Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Hallo? Wehrt euch! Ihr habt verloren, gebt mir mein Geld. Yes! Ha! 100 Gold verdient! Juhu! Und gleich einem Rassisten die Leviten gelesen. Das ist doch toll. Und dafür noch Geld gekriegt. Und geprügelt! Ist das nicht super? Voll gut. Bevor das jetzt jemand missversteht, ich bin grundsätzlich gegen Gewalt. Aber ich finde, der Charakter ist halt sehr... Ein ziemlicher Hau drauf, den wir uns da gebastelt haben. Er hätte auch gut zu den Nord gepasst. Aber er ist trotzdem kein... Wie sagt man denn da? Es gibt im Englischen so ein schönes Wort dafür. Ja, kein einfacher Mann. Also schon ein einfacher Mann, aber nicht im Sinne von einfach gestrickt. Also er ist nicht dämlich, mit anderen Worten. Atheron-Residenz? Nö, einbrechen muss ja nicht sein. Ich will eigentlich in den Club. Gebraucht waren. Alle abgeschlossen. Ich habe meist Sache. Mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Betrunkener Schläger sind wir gar nicht. Sowas finde ich ganz furchtbar. zum Thema Sturmmäntel oder Kaiserliche. Wir kennen ja nicht die ganze Hintergrundgeschichte, deswegen finde ich es schwierig, das zu entscheiden. Ich kann grundsätzlich die Sturmmäntel in gewisser Weise nachvollziehen.
Ne? Also die sind in den Krieg reingezogen worden um ihr eigenes Land, den sie ursprünglich scheinbar nicht gewollt haben. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber, die pennen alle. Sowas. Und das nachts kann ich überhaupt nicht verstehen. Was alle sagen, Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Ich werde dauernd unterbrochen. Ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Darüber reden wir nicht mehr. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Wow, was ist denn hier los? Die im Hafen sind nett zu mir. Und das ist auch gut so. Sonst würde Vater sie vertreiben. Ich versuche, Grimbar zu beschützen. Aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Warum beschützt du Grimbar? Ich verstehe. Ist Grimbar vielleicht der Sohn von Ulfric Sturmmantel? Ja, das ist ziemlich traurig. Ein kleiner Junge, Aventus Aretino, hat kürzlich seine Mutter verloren und ist in ein Waisenhaus gekommen. Aber er ist nach Hause zurückgekehrt und die Leute hören seltsame Gesänge. Angeblich ist es das schwarze Sakrament, das Ritual, um mit der dunklen Bruderschaft in Kontakt zu treten. Warum ein kleiner Junge mit einer Gruppe von Mördern in Kontakt treten möchte, verstehe ich nicht. Aber er holt das Böse in die Stadt. Passt auf euch auf. Aber er holt das Böse in die Stadt. Passt auf euch auf. Ah, toll, danke. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal kurz stehen, weil wenn ich hier nochmal jemanden über den Weg laufe, dann wird das wahrscheinlich wieder nix. Boah, ist die Stadt riesig, ey. Die Sturmmäntel und die Kaiserlichen. Wie gesagt, die Sturmmäntel in den Krieg gezogen, den haben sie nicht gewollt. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ne? Aber den haben sie bekommen. Dann ist ihnen noch ihre komplette Kultur abgesprochen worden, also beziehungsweise ihre Religion. Von wegen Talos ist jetzt mal eben nicht mehr so cool. Oh, scheiße, falsche Richtung. Ich wollte da doch gar nicht lang. So. Von wegen, ja, hier, ne, Talos nicht mehr so toll. Das bedeutet, die sind schon ziemlich pisst und das zu Recht, ne? Die sagen irgendwo, ja, hier, Kaiser, wozu sind wir eigentlich im Kaiserreich, wenn du uns nicht beschützt? Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. War nicht gesagt, dass das andere alles junge, hübsche Frauen sind? Ja, egal. Am Ende hat der kleine Junge was damit zu tun. Das wäre voll gruselig. Aber das werden wir bestimmt noch irgendwann rausfinden. So. Auf der anderen Seite. Der Kaiser, und das haben wir ja auch schon gehört, hatte natürlich, ja, irgendwo auch ein bisschen ein Problem, weil sie diesen Krieg nicht gewonnen hätten. Ne? Und deswegen einen Friedensvertrag schließen mussten. Und dieser Friedensvertrag beinhaltete, gut, okay, es gibt nur noch einen wahren Gott oder eine Religion, was weiß ich. Und die Anbetung von Talos wird verboten. Und das ist natürlich ein sehr blöder Friedensvertrag, gerade für die Provinz Skyrim. Aber ich weiß nicht, ob der Krieg unbedingt besser gewesen wäre. Also ich meine, die Nord sagen zwar, ja, oh, wir hätten gekämpft und wir hätten die vertrieben und boah, ne? Aber, ja, scheinbar nicht, ne? Und wir haben es ja von Ulfric gehört, sie haben ja gekämpft und es sind sehr, sehr viele gefallen, ne? Also kann der ja nicht so gut gelaufen sein, der Krieg. Das ist wieder die Frage, ne? Was war zuerst da, Ei oder Henne? Ne? Haben die, also der Krieg, von wem der ausging, das wissen wir ja nicht. Haben die, es ist jetzt früh um 7, ich warte mal noch 3 Stündchen.
haben die Sturmhäntel erst den Aufstand gemacht und dann haben die Kaiserlichen eingegriffen oder haben die Kaiserlichen quasi das rigoros durchgesetzt und deswegen haben die Kaiserlichen die Sturmhäntel den Aufstand angezettelt, gewagt, was weiß ich. Das ist, denke ich, eine schwierige Frage. Nach Zulbur. Ich würde ja fast gerne jetzt mal so langsam in den Westen rüber tingeln. Oh Gott. Aber ich muss mein Pferd ja mitnehmen, so ein Mist. Wo ist denn eigentlich? Hier ist Weißlauf. Rorikstadt, da müssen wir auch mal hin. Mortal, ich will nach Einsamkeit. Ich setze da meine Markierung hin. Wir reiten einfach mal durchs ganze Land, weil warum auch nicht. Ja, also ich finde, ich bin sehr zwiegespalten. Ich bin interessanterweise meistens eigentlich auf der Seite der Aufständischen, weil ich mir denke, die Aufständischen vertreten irgendwo das Volk. Und das heißt ja nicht umsonst Aufständische, weil sie stehen ja auf aus dem Volke, verdammt. So. Aus dem Volke, das heißt, es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die halt irgendeine Überzeugung haben und ich meine, für wen wird denn Politik gemacht? Doch für das Volk, ne? So. Und wenn der Kaiser jetzt in Tamriel, nee, wie hat doch Tamriel, ist der Kontinent, in wie heißt denn die Stadt, die Hauptstadt? Cyrodiil. Oder ich glaube, das ist die Provinz, aber es geht ja ums Prinzip. Aus irgendwelchen politischen Gründen halt sagt, nö Leute, dürft ihr nicht mehr? Womit? Ich werde euch vernichten. Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Ich werde euch töten. So viel zu dem Thema. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Yay! Wisst ihr, was das bedeutet? Magika, genau. So, Dietrich ist sehr schön. Granatstein. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Hä? Stahlschwert. Ja, warum nicht? Und noch eine Leiche für den Haufen. Hallo? Ich will mit dir reden. Fremde bringen nichts als Ärger. Hallo, ich hab dir gerade das Leben gerettet, Junge. Ich muss nicht mit euch reden. Schert euch davon. Alter, du kriegst gleich aufs Maul, Freund. Ja, für wen wird denn die Politik gemacht? Doch für das Volk. Und wenn der Kaiser aus irgendwelchen politischen Gründen diese Entscheidung trifft, dann muss er dem Volk irgendwie klar machen, das ist das Beste für euch und das Volk muss das einsehen. Es sei denn, es ist halt nicht das Beste, sondern die ist aus irgendeinem anderen Eigennutz getroffen worden, die Entscheidung. Und dann muss das Volk aber auch irgendwo das Recht haben zu sagen, okay, das war jetzt nicht so toll, das wollen wir so nicht. Und wenn es die Entscheidung halt nicht kriegt oder nicht gehört wird, dann ist das die Ultima Ratio sozusagen ein Aufstand, ne? Ein sich erheben gegen die Ordnung. So sehe ich das, ne? Und das, finde ich, muss eigentlich unterstützt werden, weil es geht ja hier nicht um Tamriel oder um Cyrodiil, sondern es geht ja hier um Skyrim. Und wenn Skyrim halt sagt, gut, okay, scheiß doch auf Tamriel und die sich das gut überlegt haben, dann sollen sie das doch machen. Wer ist denn das? Ob dann die Frage allerdings ist... Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich mich erschrocken. Aus wie einen Fisch. Ob wir uns das dann natürlich unterstützen sollten, weiß ich nicht. So, ich würde jetzt mal kurz ein Folgenpäuschen machen und den Dieb nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Bis dahin.